20 Jahre Stern-TV. Das sind 2 Jahrzehnte voller modischer Akzente. Stern-TV hat Jubiläum. Da hinten aus Studio 6 kommt jeden Mittwoch die Live-Sendung. Und 20 Jahre Stern-TV heißt auch 20 Jahre gute Nachbarschaft. Hoffen wir zumindest. Wir haben uns bei den Leuten, die hier drumherum wohnen, noch nie vorgestellt. Es wird höchste Zeit. Und vielleicht hat ja auch jemand ein Geschenk für uns. Hallo, guten Tag. Wohnen Sie hier? Ja, schon irgendwie. Ja, wir auch, Stern-TV. Stern-TV. Ja, kennen Sie die Sendung? Ja, die Sendung kenne ich. Ist soweit alles in Ordnung? Sind wir manchmal zu laut? Nee, also nicht. Sie sind wunderbar gekleidet für einen Tag wie heute. Die Schuhe zeigen wir jetzt mal nicht, das macht alles kaputt. Was sagen Sie zur Kleidung von Günther Jauch? Also, da muss man ganz ehrlich sagen, der Herr Jauch ist immer sehr gut gekleidet. Gucken Sie die Sendung regelmäßig? Ja. Weil, also ich habe hier so ein paar Bilder von früher auch dabei. Das soll der Herr Jauch sein? Ja, das ist der Herr Jauch. In Rot-Gelb bei der allerersten Sendung 1990. Danach Grün-Gelb. Hier hatte er zu Weihnachten einen Föhn geschenkt bekommen. Wenn Sie solche Klamotten im Schrank hätten, was würden Sie damit machen? Verbrennen. Definitiv. Gibt's was, wo Sie sagen, das sollte er mal anziehen? Oder haben Sie irgendeine Jacke, in der Sie ihn mal gern sehen würden? Wenn ich dem Herr Jauch was schenken darf? Ja. Das mache ich auf jeden Fall. Soll ich was mit reinnehmen? Ich bringe Leergut immer weg, Sie bringen es rein. Die besten Sachen hat Herr Tanguy unten. Genau wie wir hat er im Keller ein Archiv mit den schönsten Stücken aus den letzten 20 Jahren. Genau da haben wir es. Was ist denn das für ein Karton? Also, das ist ein Karton. Da haben wir drin das, was der Herr Jauch anziehen sollte. Und nicht mehr diese alberne Anzüge. Das ist ja gar nicht albern. Was ist das? Das ist ein afrikanisches Kleid. Ja. Also Oberhemd. Mhm. Das sollte man der Herr Jauch anziehen. Woher genau aus Afrika stammt das? Aus Kamerun. Da sind Sie auch her? Ich bin auch aus Kamerun, ja. Schön. Dankeschön. Bitte, bitte, super. Gerne. Klasse. Tschüss. Tschüss. Was für nette Leute. Das erste Geschenk haben wir abgestaubt. Prominente Nachbarn finden sich vielleicht in der Eckkneipe. Hallo, Stern-TV. Thorsten Schorn, hallo. Ja, guten Tag. Planet Hürth ist ja der Medientreff hier in Hürth. Wie oft war Günther Jauch schon da in 20 Jahren? In 20 Jahren, so lange bin ich noch nicht hier. Ja. Ich bin erst 13 Jahre hier. Ja, wir seit 20. Ach so. Ja. Der Günther viermal, fünfmal. Ja? Ja. Was ist der denn dann hier so? Ja, weiß ich, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Das ist schon ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal hier war. Irgendwie ein Steak oder ein Salat oder was. Ja, und Kölsch? Kölsch trinkt er auch ab und zu mal, ja. Eins? Oder zwei. Drei, vier, fünf? Nö, so viel nicht. Ja. Die Gerichte hießen hier früher nach Prominenten. Das ist immer noch so, ne? Ja. Es gab so eine Hans-Meiser-Schlachtplatte. Genau, nee, Hans-Meiser-Steak. Gibt's auch sowas wie ein Frank-Elstner-Schnitzel? Nee, haben wir nicht. Wo das Fleisch schon so ein bisschen abgelaufen ist? Nee, haben wir nicht. Für seinen Nachbarn Günther Jauch schenkt uns der Wirt eine Blume. Soll ich noch was ausrichten? Alles Gute. Ja, ne? Viel Erfolg und macht weiter so. Ich schicke ihn mal wieder vorbei. Macht das. Ja, tschüss. Alles gut, tschüss. Die nächsten beiden sind gerade mal so alt wie unsere Sendung. Stern-TV wird 20 dieses Jahr und ich sammle ein paar Grüße, Glückwünsche und sogar Geschenke für Günther Jauch ein. Ja, jetzt irgendwie was Nettes mal. So, mal Mütze abnehmen und sagen, lieber Günther Jauch, ich freue mich. Da. Lieber Günther Jauch, ich freue mich sehr für Sie. Ja. Alles Gute für die nächsten 20 Jahre. Und Mütze wieder aufsetzen. So, dann war's das auch schon. Geht doch. Nette Worte statt einer großen Torte. Das Studentenwohnheim gegenüber. Hallo, Stern-TV wird 20. Hallo, guten Tag. Ihr seid eine WG? Ja, Thorsten Schorn? Hi, ja. Anne. Anne, Benny und wen haben wir da noch? Joe. Joe. Du studierst schon ein bisschen länger, ne? Ja, schon so ja. 15 Jahre. Also du bist 3 Jahre alt gewesen, als Stern-TV geboren wurde. Das ist schön. Kannst du dich an diesen Mann im Fernsehen erinnern? Wir hatten keinen Fernseher damals. Es war die schlimme Zeit, ja. Aber da kann ich auch nur sagen, du glücklicher, weil sonst hättest du das hier sehen müssen. Und jetzt, psst, alle mal leise. Ist das nicht schön? Toll. Super. Happy Birthday, lieber Günther. Happy Birthday to you.
Und bei den nächsten Nachbarn ist das Studium schon etwas länger her. Hallo, Stern-TV, Thorsten Schorn. Tag zusammen. Der Günther Jauch schickt mich. Ich soll mal Hallo sagen hier nach 20 Jahren. Das ist gut. Ja. Wenn Sie sich mal die Fotos anschauen wollen. Ja, guck mal. Ja. Haben Sie sowas noch im Schrank? Ich habe noch so ein Blouson. Der war damals in. Geh mal holen mit den Streifen. Der. Ja, wir können gerne, ja. Ja. Und hier gucken Sie immer Stern-TV? Frau Wudowenz? Ja. Boah, das ist ja der Knaller. Heiß. Gerd, kommen Sie her. Ist schon über 30 Jahre alt. Das ist noch ein gutes altes Stück. Ja gut, sollen wir noch anstoßen auf 20 Jahre? Haben Sie was? Nee, haben Sie was? Zum Glück haben die beiden doch noch was zum Picheln parat. Im Garten steht die perfekte Party-Location. Jetzt sind wir seit 20 Jahren Nachbarn. Wenn Sie sagen, die Geburtstage von Freunden und Bekannten werden hier gefeiert. Mhm. 20 Jahre Stern-TV, ich sehe uns hier schon alle stehen. Ja, aber nicht mit 100 Mann. Nee, nicht 100. 300. Auf. Müssten dann schon. Die kann man da nicht rein. So, herrlich. Hm? Möchten Sie noch was ab? Jut, 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 jut. Was denn? Na, da gibt mir auch noch was. Gerne. So, dann. Prost. Auf Günther Jauch. Auf euch. Ja. Auf die nächsten 20 Jahre, ja. Und dann stehe ich wieder hier. Mhm.